Und ich glaube, dass genau die Diskussionen, die wir gesehen haben in der Pandemie, nur das Vorspiel zu dem war, was wir in der Klimakrise sehen werden. Wir sehen, dass die extreme Rechte, vor allem die parteiförmige extreme Rechte, die Klimakrise leugnet. Die existiert nicht. Aber wir sind doch schon zwei Schritte weiter. Und wenn sie existiert, dann ist sie nicht menschengemacht. Banalisierung. Und wenn sie existiert und menschengemacht ist, dann können wir nichts dagegen tun, weil China und so weiter, ja, Relativierung. Und der nächste Schritt, und diese Nischen gibt es schon, ist die Affirmation. Das heißt, vielleicht ist es gar nicht schlecht, dass es die Klimakrise gibt. Die Natur wehrt sich, bla bla bla, dieses metaphysische Verhältnis zur Natur, weil der Grund für die Klimakrise ist menschengemacht, und zwar ist es die Überbevölkerung. Es gibt zu viele Menschen. Und zu viel sind immer die anderen. Immer. Ja? Zu viel sind nie die, die den höchsten CO2-Ausstoß haben, sondern zu viel sind die, vor allem in den Ländern, wo Menschen mit schwarzer und brauner Hautfarbe leben. Die sind zu viel. Und das heißt, wenn die Klimakrise jetzt durchzieht, dann ist es vielleicht gar nicht schlecht. Wenn das Mainstream wird, in den Kulturkämpfen der extremen Rechten, dann sind die Implikationen so schlimm. Wenn sich da etwas verhängt, so wie wir sie auch in der Pandemie gesehen haben, bei auch nur einem Bruchteil von Menschen, dann hat das so krasse Auswirkungen, nicht nur innerhalb unserer Gesellschaft, sondern global gesehen. Weil die sanfteste Ableitung davon ist, Grenzen dicht und puh, ne, für den Rest sind wir nicht mehr verantwortlich. Die offensiveren Ableitungen davon sind, man trägt aktiv dazu bei, dass Menschen gar nicht herkommen, dass diese Flurbereinigung, wie es dann heißt, stattfindet. Das heißt, das ist ein globales, transnationales, genozidales Projekt. Und die ersten Ansätze dafür sind da. Die ersten rechtsextremen Publikationen, faschistischen Publikationen, die das so sehen, die sagen, wir müssen die Natur vor den Menschen schützen. Und den Menschen ist niemand selbst, sondern sind immer die anderen, immer das rassistische andere. Das ist da. Und das sind nicht so ein paar verworrene Leute, sondern das war der Hauptantrieb für den Attentäter von Christchurch. Das war der Hauptantrieb für den Attentäter von Buffalo. Das heißt, man sieht auch das Umschlagen zur Gewalt wahnsinnig schnell in diese Ideologie. Und ich glaube, das ist auch kein Staatsprojekt, aber das ist auf jeden Fall ein faschistisches Projekt. Und ich glaube, dieses Nachdenken über Faschismus in der Gegenwart bedeutet dieses Hinausdenken über Staat, dieses sich fragen, was bedeutet eigentlich Macht? Welche Macht, eine Diskursmacht ist da, eine Handlungsmacht ist auf individueller Ebene, wie man bei den Terroristen ja sieht, da. Diese Bewegungsebene ist da, dieser Mob ist da, diese Gewalt ohne moralische Grenze ist da. Und da sind wir gar nicht so weit weg von dem, was historisch passiert ist. Also müssen wir uns als nächstes fragen, was ist die Organisationsform? Ne? Wohin wird es geeint? Was ist das Einigungsprojekt? Denn das zeichnet sich vielleicht in einzelnen Ländern ab oder auch nicht, ja? Aber es ist noch nicht so klar da. Und das ist der nächste Schritt, den wir uns dann überlegen müssen. Aber wir sind über die erste Schwelle hinaus. Es ist nicht mehr so, dass Faschismus nur noch dieses historische Ding ist, sondern wir sehen die Schritte, die sehen wir, und wir sind schon über ein paar Schritte hinaus.